Moin moin Leute und willkommen zurück zu Far Cry 4. Ich möchte mit euch heute ein wenig weiterspielen. Und wir haben da hinten noch eine Story-Quest. Damit beginne ich ja gerne mal eine Aufnahme, dass wir erstmal mit einer Story vorangehen. Und danach machen wir dann einmal weiter, indem wir dann halt ein bisschen über die Map laufen, vielleicht das ein oder andere erforschen. Es gibt ja noch relativ viel zu sehen, denke ich. Und es wäre, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu schade, wenn man einfach komplett straight die Story rushen würde. Wir werden uns jetzt einfach mal ein Auto schnappen. Hier unten steht einfach eins. Ich hoffe, wir können hier einfach so querfeldein hier runterstapfen. Das wird schon gehen. Ich muss einmal kurz das Spiel ein bisschen leiser machen auf meinen Ohren. So. Weil bei mir war es ein bisschen laut. Ich denke, bei euch soll es eigentlich einigermaßen okay sein. So, ein violettes Blatt. Ah! Diese Abhänge sind immer sehr gefährlich. Ich habe mittlerweile ein bisschen... Ein bisschen, aber auch nur ein bisschen Respekt vor denen. Oh Gott, ich habe nur einen Bogen dabei. Ja, wird schon schief gehen. Die Devise wird schon schief gehen, wird schon funktionieren. Ich weiß es nicht. Ansonsten haben wir halt ein Problem. Ja, wir nehmen erstmal den Bogen mit. Zur Not können wir uns, glaube ich, auch noch Ausrüstung denn von Gegnern organisieren, die wir dann eventuell... Ja! Die wir dann eventuell über den Haufen schießen, während der Mission. Aber ich lasse mich davon jetzt noch nicht unterkriegen. Wow, ist ganz schön weit zu dieser Mission. Ich meine, ich könnte auch die Straße benutzen, aber wer will das schon? Oh. Leicht gestreift, würde ich sagen. Leicht gestreift, alles cool. Oh, rechts neben mir ist ein See. Ich würde mir den eigentlich gerne mal angucken. Lol, hammer nice. Wow, wie die... Und wie das Wild da so lang gelaufen ist, ey. Das ist echt Hammer. Ah, landschaftsmäßig, ey. Ich könnte die ganze Zeit... ich weiß gar nicht, was zu sagen. Ist bestaunen, so könnte man es am besten sagen. Ja, ich bestaune die Grafik echt schon permanent. Es ist auch einfach richtig schön, finde ich. Oh Gott, hier ist wieder irgendein Event. Oder? Irgendwas geht hier ab. Achso, nee, machen Schießtraining. Okay, cool. Dann macht mal weiter da. Warte mal. Oh, habe ich eigentlich schon mal verkauft? Ich glaube, ich habe immer noch nicht verkauft. Ne? Oder? Doch, doch, das letzte Mal habe ich verkauft. Doch, ich meine schon. Irgendwann, ich kann mich daran erinnern. Willkommen. Ich bin Longinus. Und du? Du bist AJ. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sauschmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Unser Erlöser. Und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würde er wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32, 47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder... Sprüche 19,11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist... eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist vom Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier. Sabah, was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleib weg, Scheiße. Und er sprach zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung.
am besten fand ich ja echt, welche Waffe würde Jesus wählen? Oh Mann, oh Gott, ich habe nur 5 Minuten Zeit, du musst ein bisschen ranhalten. Es steht jetzt Handelsposten zur Verfügung, wo du Munition kaufen, Waffen anpassen und Beute verkaufen kannst. Alles klar, okay, aber wir müssen jetzt erstmal... Mach Platz. Das ist immer weit, oder? Boah, das sind 700, ja. Oh. Weiß ich, ob Kerfeld einen da besser ist. Ich wünschte, du könntest dich an damals erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was war das? Oh, da komme ich nicht hoch. Sie war nie glücklicher als damals und von ihr kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kyrat. Ich war nicht immer so. Mir fehlt diese Zeit aber. Ne? Es ist zu spät. Ich hab's versucht, wirklich versucht. Dieses Land ruiniert dich. Lass dich nicht von ihnen runterziehen, AJ. Deshalb hat die Schwari dich nicht hierher zurückgeschickt. Weiß nicht, ich finde ihn... Er hat was. Ey, die Charaktere sind sehr gut geschrieben, finde ich. Kann man bei beiden schon sagen. Sei es nun der Bösewicht oder auch die guten Charaktere. Obwohl, eigentlich ist meine relativ gesichtslos, ne? Eigentlich haben die Bösewichte hier die Hauptrolle. So ist die charismatischen Hauptrollen. Wow. Wir heizen hier einfach mal hoch. Oh, wir haben jetzt diese kleine... Ich weiß nicht, was ist das? Handfeuerwaffe. Ein bisschen Stoff da vorne. Oh Gott, hier brennt's. Aber wir kommen noch rechtzeitig. Ah. Okay, wir steigen einfach aus. Passt schon. Aua. Ich bin hier, Sabah. Wie kann ich helfen? Verdammt, bleib in Deckung und rette, wen du retten kannst. Ich bin in der Nähe und bringe gleich Hilfe. Okay, wir sollen Leute retten. Säubere das Dorf von Soldaten der Army. Ey, die haben das einfach überfallen, während ich da war. Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich sie einfach alle weggemäht. Ja, kann man denen irgendwie helfen oder laufen die von alleine? Ja, ich laufe von alleine. Da oben sind nochmal Blätter. Die Zeit nehme ich mir. Alter, was ist mit dir kaputt? Oh, war das ein Zivilist? Nee, doch nicht. Er hatte doch rote Kleidung an. Brauch mal deine Munition. Oder hey, du hast eine Pumpgun. Okay, cool. Benutzen wir die doch gleich mal dafür. Wems. Ui, die ist nett. Wie viele Soldaten sind hier? Na, die machen unser ganzes schönes Dorf kaputt. Ey, dafür müssen die echt leiden. Kriegen die jetzt voll ein mit der Pumpgun. Warte, die kommen jetzt hier hinter dem Haus. Hier nachladen. Tschüss. Oh, der wirft irgendwas auf. Warte. Oh, ich brenne. Okay, wir haben noch genug Munition. Wo müssen wir jetzt hin? Besiege die Verstärkung. Okay, wo kommt die Verstärkung? Sieht man hier nicht wirklich, oder? Muss einfach nur warten. Oh, da. Das ist wahrscheinlich die Verstärkung. Ich weiß nicht, ob er den Field of View wieder runtergedreht hat. Irgendwie kommt es mir so vor, weil ich habe irgendwie so ein bisschen wenig Übersicht, habe ich das Gefühl. Okay. Ich fange euch einfach ab, wenn ihr jetzt hier runterkommt, mein Freund. Oh, da kommen noch mehr. Boah! Ich habe einen Schuss abbekommen. Alter, ein Schuss hat mich fast ausgenockt, ey. Man merkt schon, dass das Spiel auf schwer ist. Kriegt schon heftig einen auf den Sack, wenn man nicht aufpasst. Okay. Das ist aber, glaube ich, geregelt. Oh Gott, da warten noch Leute.
Oh, der brennt. Hier vorne ist wieder einer. Da. Warte mal nach. Oh, der brennt auch. Jetzt müssen wir dir helfen. Was soll man machen? Finde einen Weg in das Gebäude. Hier? Ah, ich brenne. Okay, das war übertrieben. Oh Gott, wie kommen wir denn hier rein? Ah, hier kommen wir hoch. Schnell. Hier geht's rein. Runter. Oh, dann springen da doch runter. Kletterst du jetzt nicht hier so langsam. Okay, wir haben sie. Ich bin okay. Die Menschen müssen sie sehen. Das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Sabal, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk, okay? Danke. Alles wird gut. Das ist also der Preis für AJs Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten. Und sie haben Geisel. Gut. Erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm. Viele Synchronisationsstimmen von Lost sind dabei, ne? Das waren Wohnhäuser. Da haben Menschen gelebt. Leben wurden heute zerstört. Häuser kann man reparieren. Aber die verlorenen Leben können wir nicht ersetzen. Wohl wahr. Im Menüsammlung findest du Ratgeber König Minis, Minskirat. Er wird aktualisiert, wenn du Personen... Zu spät. Bruder, wir müssen reden. Sabal, was gibt es? Ich werde in Banapur gebraucht und Amita konzentriert sich auf den Außenposten. Also musst du den Geiseln helfen. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber sie müssen gerettet werden, bevor wir den Außenposten zurückerobern. Aber Amita sagte... Der Außenposten ist wichtig. Aber das Leben der Geiseln sollte höchste Priorität haben. Das Volk von Kyrat ist auf den Schutz des goldenen Pfades angewiesen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Rette die Geiseln, Bruder. Nee, eine Field of View ist gut. Seht euch das an. Erreiche das Bergdorf. Oh Gott, die Quest geht gleich weiter. Ich kann gar nicht jetzt erforschen gehen. Gut, wir werden in dieser Folge halt einfach viel Hauptstory hinter uns bringen. Warte mal. Ich glaube, wir rutschen hier runter. Warte, waren hier nicht auch irgendwo Gleiter? Ich weiß, dass hier Gleiter waren. Da vorne ist einer. Damit sollten wir doch relativ gut da oben hinkommen. Hoffe ich zumindest. Probieren wir es aus. Ich weiß noch nicht genau, wie man das Ding steuert. Das wird schon schief gehen. Sag ich heute öfter. Oh! WASD Richtung neigen. Ah. Aber ich müsste weiter nach oben. Ah, da geht's runter. Ja, okay. Weiter nach oben. Oben. Schön viel Höhe. Brauch mehr Höhe. Ja, okay, so mega weit kommen wir damit leider nicht. Ah! Okay. Bruchlandung. Ups. Gut zu wissen. Ich dachte, wir würden einfach so abprallen und auf den Boden klonken. Aber nein, sie haben richtige Abstürze mit eingebaut, wenn man irgendwie auch irgendwo gegen einen Baum fliegt. Finde ich gut. Regeneriert das Leben eigentlich komplett von allein oder muss ich jetzt wirklich so eine Heilungsding da verschwenden für? Ich möchte hier noch gerne dieses... Ich meine, die grüne Pflanze war Spritzen zum Heilen. Ich meine schon. Ja, Heilspritze automatisch hergestellt. Nice. Und ich will die jetzt aber nicht verschwenden dafür. Na ja, komm. Und es blinkt da die ganze Zeit unten links. Gut, dass wir jetzt kein Time Limit haben. War echt mega nicht stressig. Es war Adrenalin getrieben, würde ich sagen. Richtig gut gerade eben die Mission. Übelst durchs Dorf gehetzt. Richtig Laune gemacht. Ich fühlte mich richtig angespannt, wollte die Leute befreien. War gut. Bin mir gespannt, wie es weitergeht. So. Bisschen viel laufen. Ich glaube, wir hätten echt das nächste Mal wieder einfach mit dem Auto fahren. Das ist, glaube ich, sinnvoller.
Zumindest wenn der Punkt halt so hoch liegt und nicht irgendwie unten im Tal. Was aber, warte, ist da wieder eine Karma? Töte die Wachen und rette mindestens 2 Geiseln. Okay, mindestens 2 Geiseln retten. Ich will am besten alle retten. Ich möchte doch nicht, dass die sterben. Warte, vielleicht sollten wir uns dann eher mal anschleichen. Wartet mal. Kletter mal hoch. Warte mal, was war noch der Knopf für nach oben klettern? Ach, nee. Steuerung. Nee, Steuerung war losgelassen. Ich weiß es nicht. Steuerung ist loslassen. Das ist jumpen. Alt war es nicht. C war es nicht. V ist es nicht. Ich hatte auch einen Knopf, damit der jetzt klettert. Wieso klettert der nicht? Na, egal. Probieren wir später nochmal. Lass los. Oh Gott, wir müssen aber, glaube ich. Naja, das wäre halt wieder die volle Breitseite, den geben, wenn wir hier hochrennen. Okay, rette mindestens 2 Geiseln. Ich weiß nicht, ob das auf Zeit geht oder ob das nur dann getriggert wird, sobald wir halt da eingreifen. Da ist noch einer. Ich will auf jeden Fall wissen, wo die meisten Personen und die meisten Geiseln sind. Damit ich, wenn möglich, niemanden verliere. Okay, er schlägt sie nur. Bringt sie jetzt aber nicht um. Wo sind die anderen Geiseln denn? Was macht er mit der? Er darf sie jetzt nicht umbringen. Wäre scheiße. Ich müsste am besten so zuschlagen. Oh Gott, das. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Weil wenn ich unten zuschlage, kriegen das hier oben mit. Wenn ich hier oben zuschlage. Stimmt, ich könnte die halt lautlos töten. Wenn ich gut bin. Aber das wird schwer. Ah! Ah Gott, jetzt hat sich das alles verbuggt! Wartet mal. Was ist? Zu trinken holen. Heute Challenge Mode Gold machen. Ja, los? Wie viel Uhr? Hast du Lust, wenn man Chris da ist? Um 20 Uhr ungefähr. Hast ja, du Lust, mir ist Wurst, ich nehme gerade auf. Ja, ist mir Wurst. Okay, ich will dir nur, warte, im TS habe ich jetzt ein Video gelinkt, da macht wer Gold. Bitte schau dir das an dann. Ja, ja. Scheiße, jetzt habe ich Scheiße gehabt. Ja, okay, bis dann. Ich muss jetzt erstmal Far Cry entpacken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei euch jetzt in der Aufnahme aussieht. Mann! Ich glaube, ich habe es geschafft. Naja, ganz toll. Warte, kann man die Mission neu starten? Verdammt, letzter Checkpoint. Ach ja. Verdammt! Ich hab reingeklickt und er schießt natürlich dann. Aber ist natürlich alles über den Haufen gegangen. Naja, passiert. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht wieder... Ah nee, guck mal. Wir müssen noch nicht den kompletten Weg wieder laufen. Wir sind 100 Meter ungefähr davor. Warte mal. So, jetzt will ich aber hier hochkraxeln. Na? Muss jetzt nur den Knopf finden, was nochmal für Hochklettern war. Z, G, F, V, B, D, A, S, D, Q? Nein. Was war denn das? Ich meine, das war Steuerung oder Shift? Es war doch ganz einfach das letzte Mal. Warte mal, vielleicht habe ich das umgelegt oder so? Tat C vielleicht, weil ich habe C umgelegt. Steuerung lässt halt immer gleich los. Ich verstehe das nicht. Tastatur und Maus. Steuerung anpassen. Springen, hocken, nachladen, heilen, Stein werfen, Wurf, Waffe wechseln, Nahkampf, Leiche wegwerfen, Granate, Köder, Mine, Werkzeug, Kamera, Bewaffnung, Punkteliste, Herstellung, Sammlung, Taktik. Ist hier auch nicht wirklich aufgezeichnet. Auf Leertaste springt der. Warte, da stand Steuerung, aber Steuerung halt, glaube ich, für loslassen. Ja. Ist doch bekloppt. Ich kann jeden Knopf drücken, den ich will. Der klettert einfach nicht nach oben, wie es sonst getan hat.
Irgendwas ist da komisch. Wie gesagt, ich kann alles drücken. Er macht's einfach nicht. Man vergisst es. Ich muss da hochklettern, weil er hat mich hier von der Klippe abgesetzt. Ich kann da außen rumlatschen. Ich kümmere mich da drum gleich nochmal, wenn die Aufnahme dann aus ist. Aber vorher wollen wir jetzt nochmal schnell die Geiseln befreien. So, da hatten wir welche, da hatten wir welche. Dann war der Rest da oben. Oh Gott, jetzt habe ich natürlich keine... Meinen Bogen habe ich leider nicht mehr dabei, ne? Natürlich jetzt scheiße. Mit dem Bogen hätten wir wahrscheinlich auch Silent töten können. So, wir schleichen jetzt einfach außen rum. Dann hole ich mir... Oh Gott, der kommt hier hoch, der kommt hier hoch, der kommt hier hoch. Weg. Kommt der wirklich hier richtig hoch? Nee, tut er nicht. Wir können doch erstmal hier unten anfangen. Fangen wir hier unten an. Warum bezahlt denn niemand das Lösegeld? Oh, er guckt in die falsche Richtung. Oh. Verdammt! Ich dachte, er guckt in die andere Richtung mit der Geisel. Dann müssen wir von unten kommen irgendwie. Damit wir den nämlich dann von hinten erwischen. Weil so geht's halt nicht. Ich weiß nicht, ob ich nochmal hochlaufen soll, um die überhaupt... Naja, deswegen kann man ja auch da hochklettern. Deswegen ist es auch schlau, da hochzuklettern. Das kann ich ja nicht, weil die Steuerung irgendwie... Irgendwas ist da komisch. Den noch. Warte, guck, jetzt guckt er nämlich in die eine Richtung. Jetzt guckt er wieder in die andere Richtung. Ah, von hier aus kannst du das vergessen. Die sehen mich auf jeden Fall. Ich könnte mich da versuchen durchzuschießen, aber dann gehen wahrscheinlich ein paar Geiseln drauf. Hat er mich gesehen? Oder vielleicht gehen wir erstmal hier runter und schalten die anderen Leute aus, nach und nach. Damit wir hier ein bisschen Ruhe haben. Alles geht vorüber. Ja, das heißt, wir warten jetzt erstmal, bis die Patrouille da weg ist. Jetzt gehen sie beide dieselbe... Oh Gott, der kommt hier vorbei. Warte mal, was war Leiche wegschieben? Okay, läuft. Läuft. Maxi-Binde, was ist da immer für ein Schrott drin, ey? Jetzt müssen wir den Penner uns holen. Darf man jetzt nicht sehen. Im Moment schaut er in die richtige Richtung. Warte. Ah, jetzt schaut er wieder in die falsche Richtung. Lass ihn sich nochmal kurz umdrehen. Ich kann da echt schwer dazu zu gucken. Aber wenn ich jetzt komme, sieht er mich. Oh, jetzt läuft er natürlich den Bogen, aber andersrum. Warte, ich muss jetzt wieder durch die Tür kommen. Einfach weiter atmen. Und was? Vor dem los, wenn der Geisel alle Wachen töten, okay? Okay, aber die sind, glaube ich, safe. Jetzt haben wir nur noch die beiden da oben. Die können wir theoretisch auch einfach wegnehmen.
Wäre immer eine gute Möglichkeit dazu haben. Aber wenn es nicht sein muss, dann muss es nicht sein. Dann holen wir sie einfach wieder mit dem Messer. Scheiße. Ich würde gerne eigentlich auf die andere Seite des Hauses, aber ich glaube, der sieht mich dabei. Okay, warte, dann andersrum. Weil er sieht mich aber jetzt nicht, wenn ich jetzt hier so... Aber ich muss weiter unten bleiben. Nee, boah, ich... Weiß nicht, wie hart ich... Na? Okay. Okay, hab sie. Sind sicher, Sabal. Du machst deinem Vater alle Ehre, AJ. Genau das war seine Absicht. Deshalb gründete er den Goldenen Pfad, um seinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du dem Goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabal. Yes. Läuft doch. Würde ich sagen. Sorry nochmal für die kurze Unterbrechung. AJ, hier ist Amita. Ich weiß, dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Bevor der beschützen? De Pleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit De Pleur geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warte, bis ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Amita. AJ, tu's nicht. Na? Ich bin gleich wieder angegriffen. Ah! Was soll der Scheiß? Verdammte Kacke! Du hast schon verloren! Ja! Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh, und dann kommen auch noch Hunde. Ja, okay. Ist auch eigentlich wollte ich gerade eben schon die Aufnahme kurz beenden. Ja, sorry nochmal für die kurze Unterbrechung gerade eben. Ist ein bisschen dumm gelaufen und dann buggt natürlich die Aufnahme ein bisschen rum. Aber ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Far Cry 4. Dann befreien wir die nächsten Geiseln.